Sabali, hallo, die Arun hier aus Luang Prabang, Laos. Ich grüße alle Freunde von Katsura und anderen exotischen Früchten. Ich möchte euch heute die Katsura heteroclita vorstellen, die ich erst vor circa 2 Wochen entdeckt habe im Internet in einer laotischen Bauerngruppe, die ihre lokalen Produkte dann online verkaufen. Dort habe ich es entdeckt und habe dann überlegt, das sofort zu bestellen, nachdem ich ein bisschen darüber recherchiert habe, beziehungsweise ich kann mich noch sehr gut erinnern, bevor ich die Frucht überhaupt erst bekommen habe, habe ich auf dieser tollen Gruppe, die Exotic Fruit Growers Gruppe, habe ich dort Fotos von der Katsura gepostet, die ich noch nicht hatte, um zu fragen, wie diese Frucht überhaupt heißt. Denn ich kannte nur den laotischen Namen und die Laoten sagen zu der Katsura Dinhe, was bedeutet Nilpferdfuß. Reno Feet wollte ich gerade sagen. Ich vermische das wieder mit Englisch, mit dem Englischen. Switch, switch. Ich komme gerade von einem Meeting mit Franzosen. Nicht, dass ich Französisch kann, aber sie haben viel Französisch gesprochen und das ist jetzt ein bisschen, klingt so ein bisschen nach in meinem Ohr. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen stolpere und hadere, haspere. Ich will euch ja nur meine Katsura-Frucht vorstellen, die ich vor kurzem erst entdeckt habe und von dem ich total begeistert bin. Jeden Tag wache ich auf und kann es immer noch nicht fassen, dass ich diese wundervolle, unbekannte, noch recht unentdeckte Frucht entdeckt habe. Und ich bin sehr dankbar über die Katsura, Enthusiasten, die sich besser auskennen als ich oder die schon dabei sind, Katsura zu pflanzen. So wie der Dennis aus Deutschland, der hat schon einen zweijährigen Katsura und das sieht auch schon ganz toll aus. Und ich bin froh, dass ich Leute habe, die mich darin beraten, weil ich wirklich weder eine Expertin bin noch Gärtnerin, Biologin, Botanikerin. Ich bin keine Botanikerin, ich bin einfach nur ein Passionat, eine leidenschaftliche Entdeckerin von exotischen Früchten und von Pflanzen. So, jetzt habe ich schon 3 Minuten lang gebrabbelt und eigentlich wollte ich euch nur zeigen, wie man die Katsura-Frucht isst und öffnet. Ihr seht die Katsura hier, die vor mir liegen, die sehen ein bisschen aus wie Alien-Eier, einige sagen wie Schildkrötenpanzer. Fühlt sich auch ein bisschen an wie Schildkröte Panzer, nur ein bisschen weicher. Mehr wie der Stamm vom Lotus, würde ich sagen. Weich, man kann da schon richtig reindrücken. Vielleicht wie die Innenschale von einer Orange. Damit würde ich. Ups, da ist gerade der Saft rausgesprungen. Habt ihr gesehen? Das liegt daran, dass die Katsura schon überreif ist. Vielleicht werde ich ein paar Stellen finden, die noch gut sind. Ich werde einfach mal für euch eine Katsura rausziehen, damit ihr seht, wie das Innenleben von der Frucht aussieht. Also man nimmt einen Zahn, ich nenne es Zahn, dreht ein bisschen und dann zieht man die Frucht raus. Und so sieht die Frucht aus. Hier sind ganz viele Mücken. Es ist gerade Sonnenuntergangszeit. Die Mücken sind überall. Nicht vergessen einzusprayen. Also wenn ich hier rumzappel, dann weil die Mücken da sind. Und hier ist überall süß, Süßkram, Süßfrucht und die Katsura-Frucht. Ihr seht, wie schön rot das ist. Samtrot, purpurrot. Und hier ist schon eine braune Stelle. Das ist schon ein bisschen
so überreift. Das bedeutet, wenn ich da reinbeiße, ist es ein bisschen sauer. Ihr könnt die Frucht einfach aussaugen oder pellen. Pellen? Jetzt habe ich das Wort Peeling vergessen auf Deutsch. Ich pelle die Frucht. Ich pelle, ist es pellen? Ihr könnt die Frucht pellen? Ist das überhaupt pellen? Heute bin ich ein bisschen grobmotorisch. Und so sieht die Frucht von innen aus. Wenn es nicht so gesehen, ne? Vielleicht, wenn ich hier so weggehe. So sieht die Frucht auch. Katsura Petrokita, ich beiß jetzt in dich hinein. Ich habe zwei Kerne im Mund. Also in einem Zahn sind ein, zwei Kerne drin. Wenn man Glück hat, zwei hier. Wenn man viel Glück hat, drei hatte ich noch nicht. So, die Kerne lege ich dann zur Seite, werde es dann auswaschen und die Fruchthaut, das Fruchtfleisch um die Kerne werde ich dann entfernen. Sieht jetzt nicht so lecker aus, ne? Sorry, ich hole mal hier so eine andere Frucht, die ich schon getrocknet habe. Könnt ihr sehen, wie groß der Samen ist und was für eine Form es hat. Könnt ihr sehen, es ist ein kleines Herz. Alle Samen sehen aus wie kleine Herzen. Finde ich total super. So, dann lege ich die Kerne zurück. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Frucht rausgezogen habe. Und so sieht das Innenleben der Frucht aus. Die Katsura Heteroklita. Katsura Heteroklita. Ich habe gehört, es gibt vier Spezies, vier Sorten in Laos. Die Japonica wurde gesehen von meinen Dorfleuten, aber sicher sind wir nicht. Und dann gibt es noch zwei andere, von denen ich nichts weiß. So, deswegen bin ich sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ich bin glücklich, dass ich die Katsura zum allerersten Mal jetzt habe und die Samen jetzt mit den Enthusiasten und Sammlern auf der Welt teile. Und es sind schon mittlerweile eine ganze Menge geworden. Ich freue mich und ich hoffe, dass die Anfrage weiterhin so bleibt oder sogar noch mehr wird, weil damit unterstützen wir natürlich die Bauern, die das sammeln und natürlich auch unser kleines Bambulau-Unternehmen, unser kleines Social Enterprise, Social Unternehmen Bambulau. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, eure Aron. Tschüss.